Zufallsrätsel gelöst, warum auch immer. Okay, wir brauchen einen Key. Wir haben jetzt einen Key. Aber was sollen wir jetzt damit machen? Mit dem neuen Schlüssel. Und hier waren wir ja schon überall. Das kann sich jetzt natürlich wieder um Äonen handeln, bis wir jetzt hier richtige Tür gefunden haben. Aber das ist auch keine nummerierte Tür hier, ne? Die andere. Oder doch? Nee. Locked. War hier noch irgendwas? Außer das Telefon? Ist ein Koffer, aber da ist wohl auch nichts drin. Okay, ich gucke jetzt nochmal im Keller dann. Das Ventilrätsel irgendwie gelöst kriegen. Aber wir müssen jetzt immer noch durch eine Tür, ne, die wir jetzt nicht kennen. 303 waren wir schon, 306 auch. 304 waren wir auch schon, glaube ich. Ja, hier waren wir auch schon auf jeden Fall. Ich schlender hier mal ganz kurz überall durch, dass ich eben Bescheid weiß. Alles klar, Freunde. Dann wollen wir mal wieder runter. Er hat hier jetzt auch unten die Vordertür geöffnet, glaube ich aber nicht. Zwei, ist hier noch irgendwas vielleicht? Eine Side Door, die wir jetzt auch noch nicht aufbekommen hatten. Doch, doch, hier hatten wir alles. Auf jeden Fall hatten wir ja alles. Da hinten gerade 205. 201 hatten wir auch, ne? Aber hier hätten wir jetzt noch nichts mit dem Fernseher gemacht. Also ich weiß auch nicht. Ob hier irgendwann nochmal der Fernseher intakt sein wird. Ist hier irgendwas? Ja, der ist rostig, ja, toll. Ist ja auch süß, ne? Nee, der rostige Hahn, das wird auch nichts. Wir müssen nochmal in den Keller jetzt. Bevor wir uns hier jetzt nochmal gerade festfahren. Ist natürlich cool. Man gibt einen eine richtig fette Stage, aber dann ist das so low, dass man ja teilweise wieder dann doch durch alle Sachen 10-mal laufen muss, ne? Lock ist broken, ist broken. Alles broken. Freunde, was machen wir hier? Ist hier irgendwas? Ist auch nichts, ne? Ich habe keine Ahnung, ey. Woher soll man denn wissen jetzt, welche Dinger da die richtigen sind? Hä? Jetzt? Das hört mir doch gut an, oder? Das hört sich gut an. Haben wir's? Guck mal jetzt um. Ich habe zwar keine Ahnung, wie wir das jetzt wieder gelöst haben, aber manchmal fällt uns wohl der Glücksbringer in die Hände. Bin echt sehr gespannt, was da jetzt gleich bei rauskommt. Das muss auf jeden Fall jetzt hier Wasser sein. Wenn nicht, dann fresse ich einen Besen. Geil, Alter. Wir haben's. Wir haben's, Freunde. Wir haben das Rätsel gelöst. Finished. Okay, jetzt haben wir alles, ne? So. I can use a flashlight now. I can't use... Ah, okay. Sorry.
Das Foto wurde geprintet. Packen wir es mal hier rein. Boah, was kommt dabei raus, Mann? Was kommt dabei raus? Boah, was ist das, Mann? War das jetzt eine Puppe oder war das jetzt ein Baby, was da fotografiert wurde? Und was zum Teufel kommt da aus der Wand? Das muss eine Art bösartiger Geist sein, der hier mehr oder weniger beschworen wurde. Fuck. Scheiße, ey. Weiß nicht, ob wir das jetzt da hinten aufhängen können oder ob die Entwickler hier nur alleine hängen wollten. Das ist echt mal eine witzige Frage, ob das jetzt hier die Entwickler sind oder warum diese beiden hochauflösenden Bilder hier hängen. Falls es jemand weiß, könnt ihr mal rein schribbeln hier. Könnt ihr mir ja mal rüber erzählen. Boah, für ein Deathbringer-Foto, Alter. Raus hier, Mann, raus hier. Muss hier raus. Muss hier einfach raus. Jetzt haben wir das Foto gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommen wir raus, ne? Ich glaube, ich habe schon so eine Idee. Wir können wahrscheinlich im Erdgeschoss jetzt einfach vorne rausgehen mit dem Schlüssel, den wir gefunden haben. Frag ich mich aber nur noch, was hat das dann mit dem Foto auf sich, wenn wir jetzt hier einfach durchkommen? Wir brauchen einen Key? Wir haben doch schon alles. Wir haben alles durchgesucht, Freunde, alles. Oder müssen wir jetzt nochmal irgendwas machen hier? Nee, das haben wir alles. Wir haben alles. Komisch. Frage ist halt, was hat uns das jetzt mit einem Foto gebracht? Ne? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, dass man jetzt irgendwo... Na, warte mal, wir müssen vielleicht nochmal in den Raum reingehen. Wo war der? Auf welcher Ebene? 2-0 irgendwas, ne? Ich habe da eine Idee. Das Foto hat uns doch bestimmt irgendwas gezeigt. Ich meine, das Foto wurde ja nicht einfach nur so dort aufgehangen. So viel Unlogik auf einen Haufen erschließt sich mir nicht. Boah! Scheiße, Mann. What the fuck, Alter? Das sieht einfach widerwärtig aus. But I'm not surprised. Scheiße. Ja, okay. Es hängt da jetzt. Vorher hing es da, glaube ich, noch nicht, ne? Das Baby ist aber nicht mehr da, ne? Aber was jetzt? Picked up one of the toys. Okay, müssen wir jetzt das... Müssen wir jetzt... das nachstellen hier, was hier passiert ist? Ernsthaft? Oh nein, oh nein. Die armen Kinderspielzeuge hier, ey. Was können die denn dafür? Wollte ich gerade sagen, ne? Irgendwas muss ja hier jetzt noch sein in dem Raum. Boah! Ich hab Angst. Ich will da nicht reingehen. Ich will da nicht rein. Was ist jetzt passiert gerade? Boah, ich will hier weg. Ich will hier weg. Müssen wir uns jetzt noch hier dazustellen? Tschüss. What happened? Ist das hier aufgegangen oder was? I found a golden plate. Ach du Scheiße. Stimmt ja. Habe ich ja voll vergessen, dass hier irgendwo noch zwei goldene Platten eingesetzt werden müssen. Bevor wir hier rauskommen. Und ich habe gedacht, wir sind jetzt hier schon voll gerade am Ende, aber nee, das ist ja noch lange nicht der Fall.
Aber wo mussten wir denn diese goldenen Platten nochmal einsetzen? Gute Frage, nächste Frage, ne? Das Telefon hat jetzt auch keinen reellen Mehrwert gehabt, ne? Denkt man halt erstmal, aber irgendwas hat es dann doch bewirkt, wie man gerade gesehen hat. 204 ist auch nichts mehr. Das Ding hatten wir hier, haben wir einen Schlüssel gefunden, aber kein Mensch weiß wofür. Okay, das ist alles jetzt ready. 204, 206 haben wir fertig. Gucken wir nochmal in 203 kurz rein. Das ist auch alles zu. 202 ist auch zu. Gucken wir nochmal kurz in 205 rein. Müssen wir Klavier spielen eigentlich? Wer jetzt hier Klavier spielt und warum, weiß auch keine Sau, ne? Was ist hier los? Die Tür ist verschlossen, ja. Schade. Ich weiß es nicht, was jetzt hier noch sein soll. Ich guck mich hier jetzt nochmal um. Ganz, ganz genau. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir hier schon mal bei 2 nichts mehr machen müssen. Theoretisch. Okay, genau. Hier war jetzt noch der Raum mit dem Fötüchen, ne? Okay, auf der zweiten Area haben wir, glaube ich, wirklich alles, was wir machen können, ey. Hier noch irgendwas drinne? Ne. Eine Platte haben wir schon mal. Das ist schon mal super. Und wir können hier nichts mehr machen. Aber was jetzt? Gehen wir in die erste oder in die zweite Area? Ich weiß es nicht. 205, 202. Fahrrad. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. In der ersten Area ist auch nichts mehr los. Ich muss gucken mal gerade hier. Das müsste eigentlich hier irgendwo sein, ne? Aber wir haben halt noch nicht alle Rätsel und wir haben auch immer noch einen Schlüssel. Guck mal, hier zum Beispiel. Was haben wir denn hier jetzt schon gemacht? Gar nichts. Aber der Raum ist doch nicht einfach nur so hier. Oder? Party, Party. Stinkende Tür. Was ist hier los? Ah, genau, warte mal. Hä? Jetzt was aufgegangen hier? Nee, ne? Nee, nee. Ja, super, jetzt haben wir ein Ding, aber wo ist das zweite, ne? Ist die Frage. Im Partykeller ist auf jeden Fall die Antwort. Das ist 303 tatsächlich. Kann eigentlich nur noch unten irgendwas sein. Ich meine, hier haben wir jetzt auch schon alles durchforscht. Mann, Mann, Mann. Freunde, was haben wir uns hier eingebrockt für Rätsel, ey? Ich weiß es nicht. Okay, Freunde, ich mache jetzt mal ganz kurz einen Cut hier an dieser Stelle und dann sehen wir uns gleich wieder. Eine Silberplatte. Freunde, da sind wir wieder. Der Cut war jetzt tatsächlich gar nicht so lange. Ich habe mich nämlich gewundert, was hier im Raum mit dem Telefon jetzt passiert ist. Dann bin ich hier nochmal reingegangen gerade. Dann habe ich jetzt hier tatsächlich die Silberplatte gefunden. So, und jetzt gehen wir nämlich in Raum 303 rein und holen uns hier das Geburtstagsgeschenk ab. Müsste eigentlich der Raum hier oben sein, oder? Neben der Haupttür hier vielleicht. Oh. Ach, scheiße, Mann. Jetzt haben wir alle Rätsel, glaube ich. Ja, man muss halt immer ein offenes Auge behalten. Ne? Also, wie gesagt, das Telefon, das hat immer eine Auswirkung. Alles. Nichts passiert hier ohne Grund.
Well, I don't know how. So long I've been here. Also ich weiß nicht, wie lange ich hier bin. Die Sonne scheint nicht in diesem Ort. Dieser Raum ist verflucht. Ich bin hier eingeschlossen in diesen kleinen Korridor. Ich versuchte, ein Loch in Andys Raum einzuarbeiten. Aber das hat wohl nicht geklappt. Falls ich hier noch länger verweile, werde ich wohl auch verschwinden. Aber ich habe irgendwie gerade eine ganz dunkle Vorahnung, was gleich passiert. Was ist hier los? Oh, blöde Scheiß. Ah, Kacke, ist das hier Andys Raum? Hä? Hä? Was zum Teufel ist hier los? Ist Andys Raum hier? Boah. Ich weiß ganz genau, was jetzt passiert. Wir werden hier nicht mehr rauskommen aus diesem Raum. Wir hängen fest. Genauso wie Andy festhing und jetzt verschwunden ist. Scheiße, Mann, Andy. Wir müssen einfach nur hier raus. The Lost Landlord's Key. White Claudia, native plant, found on the shores of Toluca Lake in Silent Hill. Wo sind wir hier? In Silent Hill? Blooming in the middle of June, okay? Juni. They are known for the white blossoms from which they get their name. White Claudia, okay? The seeds of the plant were found to contain a hallucinogen that causes powerful hallucinations which can persist for extended periods of time, perhaps even years. Boah. Also, dass dieses Kraut löst dann halt Halluzinationen aus. Teilweise sogar über Jahre, Freunde. Über Jahre! Manchmal über Jahre, ja. Scheiße, ey. Native Americans in religious ceremonies. Ja, klar. Haben die Native Americans dann damals verwendet in ihren Zeremonien. Okay, man kann die auch in eine Paste. Okay, White Chrism verwandeln. Okay, die Blumen wurden von den Göttern gesegnet, ja klar. Um halt eine Verbindung zu den Menschenseelen herzustellen. Okay, ja, die Halluzinationen wurden nur von Schamanen benutzt. Das sieht für mich eher aus wie eine handelsübliche Droge als eine Verbindung zu den Göttern. And their souls were connected just the same. Okay, eine Massenhalluzination. Eine Massenhalluzination. Ausgelöst durch die White Claudia. Kann ich mir nicht vorstellen. Hier ist mehr passiert. Hier ist noch sehr viel mehr passiert in Silent Hill. Aber wisst ihr was, Freunde? Wir machen Abgang. Nichts wie weg hier. Scheiß auf die Claudia. Die Blume. Wir fliehen, wir Narren. Wir aus diesem Albtraum entkommen werden. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wir haben auf jeden Fall jetzt einen großen Teil, glaube ich, hinter uns gebracht mit diesem Haus hier. Aber ich denke mal, da kommt noch einiges. Also wir sind noch lange nicht am Ende hier von Silent Hill. Da wird noch ein bisschen was kommen, Freunde. Keller wollte ich doch gar nicht. Zumal, weil wir uns ja auch teilweise viel Zeit lassen, ne? Wir lassen uns sehr viel Zeit. Und das ist auch gut so. Wohlan denn? Okay, Freunde. Wir sind draußen. Scheiße, wo sind wir hier? Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Fuck. Sony Corporation, Alter. Ist hier. Hier ist eine Hut, hier können wir reingehen. Okay. Einfach hier mal ein bisschen aufräumen, würde ich mal sagen, oder?
Sieht ja aus wie Lumpi, ey. Was haben wir da? Okay, ein Schlüssel. Auch cool, dass man vorhin die Flashlight nicht benutzen konnte in diesem Raum, ne? Das hat er natürlich gut bedacht, der Programmierer. Freunde, ich glaube, bevor wir jetzt hier weitermachen, ich brauche unbedingt mal eine Aufnahmepause. Das ist so anstrengend, hier Silent Hill rumzulaufen, ey. Ich denke mal, wir werden uns in der nächsten Episode wiedersehen und dann werden wir das Geheimnis von Silent Hill lüften und was es mit den Halluzinogenen hier auf sich hat. Bleibt einfach dran, Freunde, bleibt dran.